Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie sind noch einigermaßen aufnahmefähig. Es ist ja schon recht vorgerückt. Worum geht es? EMV, und zwar unsere Lieblinge aus Chinaland, Breitbandstörsender. Ja, wenn man natürlich ein Hochschullabor hat, ist das ganz einfach. Da gibt es so hübsche Spielsachen hier aus München. Aber wer hat das schon zur Verfügung? Also habe ich mal gedacht, eine Netznachbildung, die man überall mitnehmen kann und die erstaunlicherweise, bis auf ein paar Schutzdioden, keine aktiven Bauteile enthält. Schauen wir uns mal an, worum es geht. Der erste Punkt ist, wir wollen Störungen messen. Wir haben bei jedem Gerät einmal leitungsgebundene Störungen, die sich über vorhandene Leitungswege ausbreiten. Zum anderen haben wir auch strahlungsgebundene Emissionen, aber da wissen wir natürlich aus dem Gehäuse raus, eine vernünftige Antenne sollte Lambda Viertel, Lambda Halbe lang sein. Bei so kleinen Geräten wird wohl die strahlungsgebundene Emission von so langen Leiterbahnen nicht in Erscheinung treten. Aber es gibt eine Mischform, nämlich die am Gerät angeschlossenen Leitungen wirken halt auch als Antenne. Die ganze Sache ist seit Urzeiten bekannt. Das fing an mit Haushaltsgeräten wie Handmixer, Kaffeemühle, Staubsauger. Die 100, 200 Megahertz, die der erzeugt, können sich nicht über das Stromnetz im Haus ausbreiten. Da ist die Dämpfung viel zu hoch. Aber dann haben wir da eine Halbwellenantenne, das Zuleitungskabel, was optimal abstrahlt. Ziel aller EMV-Maßnahmen ist natürlich eine halbwegs wirklichkeitsgetreue Messung. Man muss da immer einen Kompromiss schließen zwischen Aufwand und zwischen Ergebnis. Wenn wir leitungsgebundene Störungen messen wollen, dann brauchen wir eine Netznachbildung. Die sorgt dafür, dass wir halbwegs reproduzierbare Ergebnisse bekommen. Über den Zwischenbereich, so zwischen 10 und 200 Megahertz, die Abstrahlung auf den Leitungen, da könnte man ein eigenes Thema draus machen. Manche kennen wahrscheinlich die berühmte Absorptionsmesswandlerzange. Wer hat es erfunden? Die Schweizer? Die MDS, Meyer, die Straußfurt oder so ähnlich. Na, sei es drum. Wie schaut jetzt eine Netznachbildung aus? Das Ding heißt offiziell natürlich auf Neudeutsch Line Impedance Stabilization Network. Erst einmal sorgt es dafür, dass wir keinen Störübertritt haben vom Testobjekt zum Stromnetz. Weil mit China-Netzteilen kann man ein ganzes Stockwerk versauen. Mit dem unentstörten Frequenzumrichter noch viel mehr. Zum anderen wollen wir natürlich nur unser Testobjekt messen. Wir müssen also auch verhindern, dass Störungen vom Stromnetz in die Netznachbildung reinkommen. Das ist die erste Teilaufgabe. Der zweite Punkt ist, 230 Volt und 50 Ohm Eingänge sind eine verhängnisvolle Paarung. Früher hat man mal mit speziellen Tastköpfen gearbeitet. Aber es wäre natürlich schön, wenn die Netznachbildung da irgendwo eine 50-Ohm-Buchse hätte, wo wir mit den Messgeräten hin können. Das ist die zweite Aufgabe, da einen sicheren Anschluss zu machen. Und die dritte Teilaufgabe, die ist, eine genormte HF-Abschlussimpedanz zu schaffen für die Störquelle. Ja, das ist natürlich auch so eine Sache, die ist sicherlich ein bisschen anders, wenn wir direkt neben der Trafostation wohnen, als wenn wir 500 Meter Freileitung dazwischen haben. Es sind halt mal schlaue Leute rumgereist, haben gesagt, die einfachste Näherung ist in jede Phase, bauen wir einen 5-Ohm-Widerstand in Reihe mit einer 50-Mikrohenry-Drossel ein und parallel zum PE liegt dann jeweils das Störmessgerät. Damit haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Also Störübertritt verhindern, ordentlichen Anschluss für die Störmessgeräte schaffen
und die genormte HF-Abschlussimpedanz erzeugen. Jetzt gibt es natürlich ein Problem. Beim Staubsauger oder bei der Bohrmaschine oder so haben wir fast keinen zweiten Störausgang, im Prinzip schon, nämlich der Benutzer, wenn der die Bohrmaschine in der Hand hält. Da kommen wir noch kurz drauf. Aber Stromversorgung haben notgedrungen noch einen zweiten Pfad zur Außenwelt. Ja, und da wird es natürlich kompliziert. Der ist in der Regel potenzialgetrennt vom Netz, sollte er zumindest sein. Er ist zusätzlich in der Regel auch nicht mit dem Schutzleiter verbunden. Die einfachen Geräte haben keinen Schutzleiter. Tja, und dann kommt natürlich die böse Überraschung. Man nehme so ein Netzteil, messe es mit ganz kurz angeschlossenen Verbraucher und da ist die Welt in Ordnung, messe nur auf der Stromleitung. Nur dann kommt ein Anwender auf die Idee, ich speise damit mein Raspberry Pi, da steckt ein DVB-T-Stick dran, ja, und der Raspberry Pi telefoniert übers Ethernet-Kabel mit irgendeinem Server in der Hochschule. Und dann kommt der Teufel aus dem Loch. Nämlich dann haben wir eine Schleife vom Stromnetz über die Geräte bis zu irgendeinem Erdungspunkt, wo die Abschirmungen im Netzwerkschrank aufgelegt werden. Tja, da müssen wir dann natürlich wirklichkeitsgetreu messen. Das sehen wir mal hier, die typischen Aufbauten. Da haben wir den Kasten Netznachbildung. Da ist unser Testnetzteil. Mit Last natürlich. Und jetzt verbinden wir das mal mit dem Schutzleiter der NNB. Und schon haben wir hier eine Stromschleife. Und plötzlich haben wir auch was, was wir messen können. Ein wichtiges Teil bei den normgerechten Netznachbildungen ist der Trenntrafo, weil die haben riesige Ableitströme. Das werden wir gleich noch sehen. Und die killen jeden FI-Schalter. Was ist jetzt in der Netznachbildung drin? Da tauchen wieder unsere drei Teilelemente auf. Einmal ein Störfilter, zum anderen das Impedanznachbildungsnetzwerk und dann die Ankopplung fürs Störmessgerät. Da gibt es jetzt Varianten. Einmal haben viele Netznachbildungen Impulsbegrenzer drin. Dann haben sie 150 kHz Hochpass, das stammt noch aus der Radiozeit. Heute ist das relativ witzlos, weil wir haben DCF-77, der wird überall gebraucht. Wir haben die Fernwirkfunkdienste für Tarifumschaltung und Netzmanagement da zwischen, wo ist der, 129 und 142 Kilohertz. Wir haben also Funkdienste unter 100 Kilohertz. Ja, und dann gibt es hier diese ominöse künstliche Hand. Das brauchen wir eigentlich bei uns nicht. Das ist für handgeführte Elektrogeräte. Da wird anstelle von Ihnen eine Alufolie drum gewickelt und mit dieser Buchse verbunden. Und da drin steckt die Ersatzschaltung des Normmenschen mit irgendwo so und so viel Kiloohm und so viel Picofarad. Und das bildet den Benutzer eben nach. Das habe ich mir hier geschenkt, weil das braucht man nicht unbedingt. Nun, so sieht es dann im Detail aus, so sagt es zumindest die Norm. Da haben wir da vorne einen Eingangsfilter, bestehend aus Drosseln mit 250 Mikrohenry, einem Tiefpasskondensator und die sind alle bedämpft mit nach Norm etwa 5 Ohm. Der zweite Schaltungsblock ist die Impedanznachbildung, 50 Mikrohenry in Reihe mit 5 Ohm. Wir müssen natürlich hier einen Trennkondensator einbauen und, ja, 8 Mikrofarad, da fließt ganz schön Blindstrom ab. Ja, und da fallen auch immer unsere externen Prüfer rein, wenn die in der Hochschule die Sicherheitsprüfung machen. Ja, das Ding ist ja kaputt, das hat ja viel zu viel Ableitstrom. Dann habe ich gesagt, schaut mal, hier ist ein gelber Aufkleber drauf, könnt ihr den lesen? 0,8 Ampere. Nö, haben wir nicht gesehen. Inzwischen habe ich das oben noch mal vorne drauf gebappt, dass es auch jeder sieht.
Ja, also damit ist das Ding nicht einfach zu Hause in der Steckdose verwendbar und auch nicht beim Klienten, wo man mal was nachmessen kann. Die dritte nach Norm Baugruppe ist die Anschaltung des Störmessgeräts. Das macht man mit 50 Ohm. Nun, wenn man es normgerecht macht, ist ein bisschen Aufwand dahinter, denn die normalen Netznachbildungen, die sollen natürlich für 16 Ampere geeignet sein. Da ist nochmal die Zusammenfassung der Daten, das Innenwiderstandsmodell 0,3 Ohm bei 50 Hertz. Naja, das merkt man spätestens, wenn man einen Kurzschluss baut. Deswegen steht auch auf den Leistungsschaltern auch immer drauf 6000 Ampere Kurzschlussabschaltfähigkeit. Bei einigen Megahertz gehen wir auf etwa 300 Ohm, aber das macht die Norm gar nicht mit. Dann am Eingang haben wir den gedämpften Tiefpass, Grenzfrequenz etwa 7 kHz, weil theoretisch beginnt ja die EMV bei 10 kHz. Gut, ich glaube, das Alpha-Navigationssystem in Russland gibt es immer noch bei 13 kHz, aber Omega ist ja tot seit 1998 auf 10,2. Der Nachbildungstiefpass hat nach Norm auch so eine Grenzfrequenz von 8 kHz, Resonanzgüte von 0,5. Und ja, das Ankopplungselement nach Norm 0,25 Mikrofarad. Aber halt das Problem mit dem Ableitstrom. Na gut, die Profis, da ist natürlich Aufwand kein Problem. Das ist die ENV 216. Sie sehen große Luftspulen, damit auch nichts sättigt bei 16 Ampere. Ganze Kolonien von Kondensatoren für die 8 Mikrofarad und die 2 Mikrofarad, da das eingangsseitige Filter, also da ist richtig Aufwand dahinter. Müssen wir das eigentlich? Kann man das nicht etwas abspecken? Im Normalfall wollen wir keine Waschmaschinen messen. Also Kleinverbraucher, wenn wir mal sagen, 100 VA reicht eigentlich. Selbst ein Notebook-Netzteil hat so 70 VA. Da könnte man doch einen im wahrsten Sinne noch tragbaren Sicherheitstrend, Trafo, da integrieren, dass unser Messnetz potenzialgetrennt ist. Und dann haben wir schon einmal das eine Problem aus der Welt geschafft. Die zweite Frage ist, die 50 und 250 Mikrohenry-Drossel, die runden wir mal auf 47 und 220 Mikrohenry. Wir brauchen auch keine 16 Ampere, also nehmen wir aus der Schaltnetzteiltechnik ganz normale Eisenpulver-Ringkerndrosseln. Die haben zwar auch ihre Macken, aber wir werden sehen, es geht trotzdem. Und wenn wir da mal an 3 oder 5 Ampere Belastbarkeit denken, dann sind wir auf der sicheren Seite. Die Drosseln gibt es von Wirth Elektronik, von Pulse Electronics, von NKL. Also die sind beschaffbar und sind auch nicht sehr groß. Problem 2 gelöst. Problem 3, die blöden 8 Mikrofarad Kondensatoren. Da hätten wir 0,8 Ampere Blindstrom in unserem Trenntrafo, das ist AK, gute Idee. Aber wenn wir da mal auf 1 Mikrofarad runtergehen, dann rutscht unsere Grenzfrequenz von unserem Nachbildungsnetzwerk auf 22 Kilohertz. Die Güte ist ein bisschen größer. Aber ich habe gesagt, wenn es ab 50 Kilohertz geht, bin ich eigentlich zufrieden mit der Sache. Zusätzlich habe ich dann noch auf der echten Netzseite noch ein ganz normales Netzfilter vor meinen Trenntrafo gesetzt. Als zusätzliche Maßnahme werden wir dann sehen, dann sind wir bei 45 bis 60 dB Isolation zwischen Stromnetz und Testobjekt, reicht auch. Das einzige Problem sind die Kondensatoren, weil Netzspannung heißt auch immer böse Störspitzen. Wir müssen da echte EMV-Entstörkondensatoren verwenden. Da steht dann auch 275 Volt drauf und X2. Wer macht sowas? Werden wir gleich sehen, Chemet, beziehungsweise jetzt heißt, früher hießen sie mal Agotronics, jetzt heißt es Chemet, Epcos, Matsushita, Wima. Die haben erstaunlich geringe Eigeninduktivitäten. Also die Eigeninduktivität entspricht etwa am Blechstreifen von der Baulänge des Kondensators, so 12 bis 20 Nanohenry, haben wir auch kein Problem.
Aber bitte, wenn Sie sowas nachbauen, nehmen Sie neue Kondensatoren. Links sehen wir neue Kondensatoren. Das oben ist Matsushita, das ist Argotronics, das ist Epcos, das ist Wima. Ja, und so sieht das danach aus. Das ist ein altes Problem. Entstörkondensatoren altern und sie neigen dazu, sich mit pyrotechnischen Effekten zu verabschieden. Wir haben bisher immer Glück gehabt, außer dass der eine benachbarte Halterung einer Ringkerndrossel in Brand gesteckt hat oder auch mal eine Polystyrolabdeckung hinten am Netzeingang, ist bisher bei uns zum Glück nichts passiert. Der Fehlermechanismus ist klar. Hier sieht man die erste Stufe, Risse. Es dringt Feuchtigkeit ein, die Kapazität steigt, das kann man messen. Die haben dann plötzlich doppelt so viel Kapazität wie vorher. Ja, und irgendwann kommt eine Spannungsspitze auf dem Netzteil und dann fängt er an zu brennen. Manchmal zersprengt es ihn gleich, manchmal brennt er oder er steckt benachbarte Bauteile in Brand. Also bitte, wenn die noch so schön ausschauen aus der Gruschkiste. Ich habe inzwischen letztens auch einen Network Analyzer zerschraubt und habe gesagt, da ist bestimmt eine Überraschung drin. Ja, prompt war auch im Netzteil eine. Immerhin, das Netzteil war Alu gekapselt, also selbst wenn der hochgegangen wäre, die 112 hätte ich wahrscheinlich nicht wählen müssen. Aber bitte da aufpassen. Das ist das einzige Bauteil, was ein bisschen Bauchweh macht, wo man aufpassen muss. Naja, und dann fangen wir halt mal an zu bauen. Jetzt sieht man natürlich hier fast nichts. Der Kern der Schaltung ist das, 220 Mikrohenry und 2,2 μF. Das ist unser Eingangsfilter. Ich habe hier mal von Pulse Engineering die Drosseln hingeschrieben. Dann kommt die Netzimpedanznachbildung, 47 Mikrohenry, 1 Mikrofarad. Hier wieder unsere 5 Ohm Bedämpfung. Diese Spule LX, naja, ich gebe ja zu, ich war päpstlicher als der Papst. Ich habe nämlich gemerkt, irgendwo oben gibt es ein paar Dellen im Impedanzverlauf, weil diese eigentlich für die Schaltnetzteiltechnik gemachten Drosseln eben relativ viel Eigenkapazität haben. Weil die Eisenpulverkerne haben halt mehr Kapazität zur Windung als die schönen großen Luftspulen. Geht halt nicht. Und da habe ich halt da noch durch so einen Doppellochkern da zwei Windungen durchgemacht und dann war es gut. Ich gebe ja zu, auch da der Kern, der hat halt ein paar dB mit der Netzentkopplung gebracht. Vorne Netzfilter, also das, ich habe halt gerade hier so einen Schaffnerfilter noch in der Grabbelkiste gehabt, Kaltgeräte auf Ausgang. Die Sicherheitstrafos gibt es aus der Industrieelektronik, weil das machen ja auch die Schaltschrankbauer in der Regel. Wenn die intern mit 230 Volt arbeiten, haben die einen 230 Volt Trenntrafo drin. Oder auch von 400 auf 230, je nach dem, was man braucht. Die gibt es zu kaufen. Das ist auch das teuerste Bauteil da drin. Ich habe da welche von Block aus Pferden an der Aller verwendet, weil die kannten wir einfach schon, dass sie zuverlässig sind. Was habe ich noch eingebaut? Ja, ich habe schon sowas geahnt mit Überspannungsspitzen, wenn da ein Verbraucher abgesteckt wird. Da habe ich hier noch einen 275 Volt Varistor spendiert. Es hat sich danach gezeigt, reicht nicht. Und hier der Messabgriff. Laut Norm wäre hier 0,25 μF Kondensator. Ich habe gesagt, 50 kHz reichen 0,1 μ. Ja, aber wenn ich da ohne weitere Maßnahmen ein Messgerät anschließe, der Ladestromstoß durch den Kondensator geht voll ins Messgerät. Nein. Ich sage, mache ich hier noch eine 4,7 mmHg Drossel hin. Ich habe dann noch ein wenig rumprobiert, habe gesagt, also da kommt noch relativ viel 50 Hertz Rest an. Das ist zwar nicht weiter bedrohlich, aber es nervt, wenn man mit dem Ostsee misst. Dann habe ich festgestellt, wenn ich mit den Drosseln auf 150 Mikrohenry runtergehe, dann kann man auch noch gut damit leben. Der Messstellenumschalter ist jetzt etwas anders, nämlich die normale Netznachbildung misst ja jeweils die Störspannung von L nach Schutzleiter oder von N nach Schutzleiter oder L1, L2, wie man will. Manchmal wäre es aber günstig,
sozusagen die beiden parallel zu schalten. Das wäre dann eine andere Netznachbildung, da heißt die Delta-Netznachbildung. Habe ich mal vorgesehen, habe gesagt, okay, ich kann auch diese beiden Kondensatoren zusammenschalten und damit sozusagen die Gleichtaktspannung gegen PE messen. Ansonsten messe ich immer eine Teilspannung von L nach PE oder von N nach PE. Die nicht benutzten Ausgänge werden auf 47 Ohm geschaltet, so sollte es auch in den normalen Netznachbildungen sein. Ja, und dann kommen hier so komische Impulsbegrenzerdioden. Die habe ich erst nicht für nötig befunden, bis ich mal einen Härtetest gemacht habe. Hier erstmal der Probeaufbau. So schaut das ganze Teil aus. Was HF-mäßig nicht ganz gelungen ist, da hätte ich vielleicht vor Inbetriebnahme der Bohrmaschine mal das Hirn einschalten sollen. Kann ja mal passieren, dass man das vergisst. Vielleicht lief auch gerade hier oben das Update oder so. Dieser Kabelschwanz von dem Filter zur Steckdose, der macht ein bisschen die VHF-Eigenschaften kaputt. Der bringt halt 200 Nanohenry Induktivität herein. Man hätte halt nur das alles ein wenig anders anordnen müssen. Aber für Kurzwelle reicht es. So ist mal der Aufbau. Kann man sicherlich auch noch kompakter machen, aber da war einfach noch so eine Geschichte vom Otto Schubert. So ein Gehäuse war da, so eine Geschichte, die war mal irgendwo übrig. Taugt. So. Jetzt hatte ich da, wie gesagt, nochmal die Ergänzungen zusammengefasst. Der Varistor am Ausgang des Trenntrafos, dann diese kleinen Ableitdrosseln, dass am Messausgang schon einmal die 50 Hertz Spannung oder der 50 Hertz Strom nicht in Erscheinung tritt. Was ich noch gemacht habe, der sekundäre Schutzleiter, der ist ja keiner. Weil das Ding ist halt nur da für die HF-Messung. Hat aber keine Schutzleiterfunktion, den kann man auch mit der primären Gehäusemasse verbinden, um mal zu sehen, wenn wirklich auch eine lange Stromleitung dranhängt, ändert sich da noch was, dann ist das Ding nicht mehr, auch HF-mäßig, nicht mehr potenzial getrennt, Ruhe da oben. Ja, und die Sache mit dem Messartenwahlschalter, dass man auch die Gleichtaktstörung messen kann, hatte ich ja gerade erwähnt. Naja, und dann begann die Testphase. Die erste Überraschung war, wenn ich einen Verbraucher angesteckt habe, hat am Spektrumanalyzer immer die Overload-LED geblinkt. Ich dachte, das ist nicht gut. Dann bin ich halt mal mit dem Oszi ran, wohlgemerkt 50 Ohm und 50 Volt pro Kästchen. Da kommen fast 150 Volt im dümmsten Fall raus, wenn man einen Verbraucher ansteckt oder absteckt. Da müssen wir wohl was dagegen tun. Ja, und das Gemeine ist, wenn man einen Impulsgenerator mit 25 Nanosekunden Anstiegszeit und 150 Volt an 50 Ohm bauen will, muss man sich schon anstrengen. Der alte HB214B hat ja eine Kaskode aus einer dicken N-Pentode und ein Power MOSFET verwendet, um da Spitzenleistungen von 100 Volt an 50 Ohm rauszubringen. 25 Nanosekunden Anstiegszeit, da muss was passieren. Das Dumme ist, so wie sie jetzt ist, ist unsere Netznachbildung auch mit Leistung rückwärts verwendbar, nämlich zum Störfestigkeitstest. Ich darf also auch rückwärts Power einspeisen und mal den Verbraucher mit HF auf dem Stromnetz ärgern und schauen, was er tut. Wenn ich natürlich mir hier jetzt meine Impulsbegrenzung einbaue, habe ich da verloren. Ja, Frage, wie macht man es? Also Z-Dioden kann man gleich mal vergessen, die haben viel zu viel Kapazität. Na klar, es gibt THZ-Dioden und so, aber mit den Kapazitäten und mit der Belastbarkeit, da schweigen sich die Leute gerne aus. Und dann dachte ich, Moment, wir haben doch im Praktikum immer so MUR-Dioden, so als Objekt, um Studenten im zweiten Semester mit Rückwärtserholzeiten zu quälen. Und die schalten verdammt schnell. Und da zeigte sich, die haben nur 20 Picofarad Kapazität. Und da habe ich gedacht, naja, zwei Stück in Reihe gibt eine Begrenzung auf so 1,5-2 Volt, hat 10 Picofarad, da hat sie zwei Pärchen nochmal antiparallel. Naja, das stört wirklich nicht. Das Ergebnis war hier zu sehen,
auch nach vielfachen An- und Abstecken, naja, mehr als so 4 Volt, 5 Volt SS kam da nicht raus. Also sollte zumindest das Messgerät überleben. Also haben wir jetzt eigentlich alles auf einem Haufen. Jetzt geht's weiter. Wie gut ist denn die ganze Sache? Ja, das Hauptproblem ist, wir brauchen einen Übergang von BNC auf Schuko, damit wir dran messen können. Und dann habe ich halt mal probiert, habe mir entsprechende Adapter gebaut, die natürlich unter Verschluss sind, ähnlich wie mein Spezialadapter von BNC auf Gardena und von N auf Pressluft. Ja, der Grund war die N-Schnellkupplung von Spektrum-Mikrowellentechnik. Stand ein Student davor, was ist denn das, wie geht denn das? Da sage ich, na, wie eine Gardena-Kupplung. Guckt er mich so groß an, sagt, sagt sein Kumpel, nur Garten. Um Garten kümmert sich die Mama. Also, diese Kupplung muss man dann natürlich gut verstecken. Und dann habe ich natürlich als Vergleich die ENV 216 hergenommen und bin erst einmal mit dem LF Impedance Analyzer, nein, mit dem HB4192, weil der kann bis etwa 13 MHz recht präzise über großen Bereich Impedanzen messen. Ja, und das sieht man gut. Hier 7 kHz ist ja nach Norm die Grenze. Sieht man, ab da wird dann der Abschluss langsam hochohmig bis etwa 200, 300 kHz. Und bei meinem Modell, naja, so ganz passt es nicht. Da sind es halt statt 30, 40 Ohm, das sind halt auch die Verluste in den Ringkerndrosseln aus der Leistungselektronik. Die Luftdrossel kann es einfach besser. Aber sagen wir mal, die Abweichungen sind eigentlich durchaus gering. Da kann man wahrscheinlich mit leben. Wir wollen ja kein Gutachten erstellen, sondern wenn wir feststellen, da passt was nicht, dann würde man normalerweise sagen, jetzt gehen wir mal zu den EMV-Profis, die sollen es mal normgerecht messen und wahrscheinlich sind dann die Messwerte genauso schlecht. Im Blindanteilbereich, da sieht der Originalverlauf so aus. Jetzt durch die verkleinerten Kondensatoren habe ich da bei 70 kHz so einen Impedanzbuckel drin. Also ich glaube auch, da kann man damit leben, wenn es dann statt 40, 50 Ohm an der Stelle sind. Erstaunlicherweise hat LTSpice ähnliche Kurven rausgebracht. Also man kann damit leben. Ja, was kann die Netznachbildung noch? Jetzt war natürlich die zweite Frage. Was macht die oberhalb von 10 MHz? Da kam wieder der Spezialadapter zum Einsatz, L nach PE, diesmal mit dem Network Analyzer ab 300 kHz. Und da sieht man hier so einen eleganten Looping, hier wäre dann der induktive Anteil. Ja, von 300 kHz bis 30 MHz, da sehen wir fast nur noch den 50 Ohm Eingangswiderstand vom Störmessgerät. Weiter oben schlägt dann die Induktivität meines langen Kabelschwanzes vom Filtermodul zur Steckdose zu. Also ich nehme an, wenn man das vernünftig aufbaut, geht die Netznachbildung auch dann bis 100 MHz vernünftig. Also auch von der Seite sind wir eigentlich im grünen Bereich. Das sollte alles vernünftig funktionieren. Tja, dann kann man noch mal ein paar Zahlenwerte. Da habe ich jetzt mal die Messschriebe nicht mit reingebaut, weil so richtig sensationell sind die nicht. Eins ist natürlich die Entkopplung vom Stromnetz zum Messobjekt. Einmal Gleichtaktfall, also beide Netzphasen gegen Schutzleiter und zum anderen Gegentaktfall, Messsignal auf beiden Netzphasen gegenphasig über einen großen Breitbandballon über eine Mantelstromsperre. Ja, bis 30 MHz waren beide Dämpfungswerte besser als 60 dB. Also wir versauen nicht das Stromnetz. Und wir können auch ziemlich sicher sein, dass wir keine Störung von außen mitmessen. Bei 100 MHz waren es immer noch 45 dB, aber das ist ja außerhalb der Spezifikation. Dann kann man noch die Einfügungsdämpfung messen. Also
Von 500 kHz bis 40 MHz sind es etwa 3,5 dB für den Gegentaktbetrieb. Und beim Gleichtaktbetrieb, ja, wo eigentlich nichts drin ist, da sind wir bei ca. 1 dB. Das steigt dann unten natürlich an durch die kurzschließende Wirkung unserer Impedanznachbildung. Die wird dann niederohmiger, sind wir auch gut. Übrigens, professionelle Netznachbildungen haben oft zusätzlich zu der Impulsbegrenzung noch ein fest eingebautes 10 dB Dämpfungsglied als zusätzliche Schutzmaßnahme gegen die bösen Überraschungen beim Ein- und Ausschalten der Geräte. Gut. Was muss man jetzt beachten? Weil wir leben ja in einer Welt, wo Juristen das Sagen haben. Und da muss man halt darauf hinweisen, erstens, dieser Trenntrafo ist kein Trenntrafo. Was da hinten rauskommt, ist kein schutzgetrenntes IT-Netz, sondern irgendwas zwischendrin. Zweitens, durch die großen Kondensatoren treten trotz Trenntrafo beim Berühren des sekundären Schutzleiters und eines Netzleiters Ableitströme von 200 mA auf, also es reicht trotzdem, dass sie kurz blaugrün aufleuchten. Dann die Sache mit dem LC-Hochpass am Ausgang, das habe ich auch schon gesagt, den ich dann noch ein bisschen korrigiert habe. Es ist keine feste Dämpfung drin. Den Impulsbegrenzer kann man einbauen, dann verbaut man sich den Weg, das Ding rückwärts zum Einspeisen von Störungen zu verwenden. Oder man lässt ihn weg oder man ist mutig, sagt, ich mache einen Schalter hin, einen aus, den kann ich ja dann vergessen. Vielleicht kann man das ja so machen, irgendwo mit einem Selbsthalterrelais, das beim Anlegen der Netzspannung, der drin ist, und dann muss man wie bei Windows drücken, Impulsbegrenzer aus, dann erscheint auf dem LCD-Bildschirm, wollen Sie den Vorgang wirklich fortsetzen? Aber das wäre dann die Computerlösung. Was man auch noch wissen muss, der Trenntrafo hat natürlich einen Innenwiderstand. Und da habe ich halt mal gestöbert und da steht drin, bei den Trenntrafos darf ohne Last die Ausgangsspannung 7% über der Netzeingangsspannung liegen. Also da kommt halt ein bisschen mehr raus. Gut, ein modernes Weitbereichsnetzteil, da sollte da nichts dazu ausfallen. Aber wenn man es halt nicht will, habe ich festgestellt, jetzt brauchen wir ein Bauteil, was sehr selten ist, nämlich eine 40 Watt Glühlampe, garantiert störfrei. Die schalten wir als Vorlast hin, dann haben wir nur noch 4% Überspannung und dann ist auch das Problem eigentlich gelöst. Tja, und jetzt kommt der Härtetest. Ich habe mir das etwas einfacher gemacht, dass ich es zu Hause machen konnte, weil der EMV-Messempfänger ist immer so schwer, den nach Hause zu schleppen. Habe ich gesagt, okay, ich nehme einen Spektrumanalyzer, einen HP3585. Der hat A, relativ geringes Eigenrauschen. Er hat eine schöne Max-Hold-Funktion und ich habe als Auflösungsbandbreite 10 kHz eingestellt. Eigentlich müssten wir ja da mit 9 kHz Bandbreite messen, aber wir messen halt etwas zu viel Störung. Und die Max-Hold-Funktion ist halt wichtig, weil die Netzteilbauer haben schon lange das Schummeln erfunden. Nach einigen Versuchen sind die nämlich drauf gekommen, wenn man den Dreck gleichmäßig verteilt, fällt er nicht so auf, vor allem nicht dem EMV-Messempfänger. Nämlich man wobbelt die Taktfrequenz, das heißt dann Spread-Spektrum-Mode, und man hofft, dass der EMV-Messempfänger das nicht merkt. Da hatten wir einen Studenten, der hat hier in Freising bei TI das untersucht und kam dann zum überraschenden Ergebnis, dass es in der Praxis vielleicht 3, 4, 5 dB bringt. Und gerade die hatten da Einstreuungen in Smartphones mit Audiofunktion. Da haben sie gesagt, naja gut, dann wird aus dem Störton ein Rauschen, dann fällt es dem Nutzer nicht so auf. Aber die haben damals auch festgestellt, es ist kein Wundermittel.
die Breitspektrummodulation. Und wenn Sie mit Max-Hold-Funktion lang genug warten, dann sehen Sie eh, was los ist. Natürlich muss man am Ausgang eine kleine Belastung anschließen und ich habe dann immer die eine Seite der Belastung mit dem PE von der Netznachbildung verbunden. Und ich hatte da gleich mal zwei Kandidaten. Einmal dieser Ansmann Micro-USB-Charger, der war uns schon vor 2 Jahren negativ aufgefallen als breitbandiger Störsender, zwar nicht der kräftigste von allen. Unsere Studenten haben letztens beim EMV-Praktikum nochmal so ein Modell mitgebracht von, wie heißt dieser Ramsch-Versand, Pearl oder so ähnlich, 4 €. Der war nochmal so um 15 dB schlechter. Ja, es gibt da also durchaus Möglichkeiten. Und was ganz auffällig war, die haben dann vom Apple iPhone und von einem Huawei-Smartphone die Netzteile mitgebracht. Die waren absolut sauber. Also da kann man vielleicht noch das Produkt optimieren. Und was mich sehr gewundert hat, weil ich habe jetzt für unsere Pferde da LED-Feuchtraumleuchten gebraucht mit, von Philips. Philips ist bei mir immer ein bisschen von der Messtechnik als Käse aus Holland in Erinnerung. Aber wie man Leuchten ordentlich baut, das können die. Und auch diese Leuchtennetzteile waren absolut störfrei. Allerdings, da hat man auch gemerkt, da gehen 2 Schutzleiter vom Vorschaltgerät, von dem Schaltregler, zum Kühlblech der LED-Einheit. Das ist halt so ein langes Blech und da sind die LEDs drauf. Und da habe ich auch gedacht, warum 2? Ja, die Erklärung war klar. Die 2. ist nur in Sachen EMV nötig. Wenn man nämlich keine anschließt, dann stört das Ding doch. Wenn man die 1. anschließt, dann wird es etwas schwächer. Und wenn man die 2. anschließt, ist die Welt absolut in Ordnung. Die haben wir also auch mal gemessen, also auch problemlos. Der 2. Testkandidat, das war ein Frivo-Netzadapter. Übrigens, mein letzter Vortrag hatte gleich Folgen. Dann rief mich der Produktmanager an. Ja, welches Netzteil war denn das genau? Können wir mal Ihren Vortrag haben? Da habe ich gesagt, ja wieso, bei Ihnen war doch alles in Ordnung. Ja, genau deswegen. Genau deswegen wollen wir den haben. Ja, und dann gehen wir halt mal erstmal im Frequenzbereich an die Sache ran. Ja. Also der Grenzwert wären eigentlich minus 51 dBm. Das wäre also so die Mittellinie vom Spektrumanalysator mit 10 dB nach oben pro Kästchen. Und da sieht man hier schon, die haben Breitspektrummodulation drauf, alle beide. Das sind keine klaren Linienspektren, sondern sowas Verwaschenes. Aber halt der Billigheimer, der liegt so 15 dB überm Grenzwert und das Frivo-Modell liegt 15 dB drunter. 30 dB Differenz, das sind 5 echte S-Stufen oder 10 japanische S-Stufen. Ja, naja, die machen ja immer im unteren Bereich bis S9, machen sie immer 3 dB pro S-Stufe. Ja, und das manchmal sogar richtig exakt. Wir hatten dann noch einmal diesen Pearl-Netzadapter dabei, der war, wie gesagt, der war noch mal hier oben irgendwo. So. Und da sieht man schon, die Sache scheint zu funktionieren. Ja, und dann kann man natürlich auch mal, was ja auch immer interessant ist, der Zeitbereich. Naja, da schließen wir einfach mal ein Oszilloskop an. Ja, da braucht man entweder ein uraltes analoges Speicherskop oder so ein modernes Teil mit dem integrierten Nachleuchtmodus, den man dann nur richtig einstellen muss. Und dann sieht man das typische Störspektrum, nämlich, das ist ein Gleichtaktstörsignal. Wenn das Netzteil aus seinem Ladekondensator lebt, ist es relativ friedlich. Aber wenn die Gleichrichterdioden leitend werden, also 2-mal pro Netzperiode, dann wird die Störung auf den Eingang durchgeschaltet und das erzeugt dann dieses böse, schnarrende Geräusch.
Naja, und wenn Sie das hier betrachten, das sind 200 Millivolt pro Kästchen. Das sind doch 1,5 Volt SS Störspannung. Ich habe da nachgeguckt, also da waren meine Schutzdioden noch nicht leidend. Und sowas Breitbandiges stört natürlich auch breitbandig angeschlossene Geräte. Jetzt mal zum Vergleich. Die Jungs von Frivo. 50 Millivolt pro Kästle. Das ist alles Müll auf dem Stromnetz, was noch zu sehen ist. Ja, und da sieht man mal ein paar kleine Nädelchen netzsynchron. Das sind die echten Störungen von dem Netzteil. Also man kriegt das schon gebacken. Ja, die Sache ist leicht erklärbar. Frivo hat eine schöne Gleichtaktdrossel im Eingang drin, die natürlich Geld kostet, die ein sicherheitsrelevantes Bauteil ist. Ja, und die ganzen China-Produkte, die sagen, braucht man nicht. Sie sehen, die Sache funktioniert. Oh. Fassen wir doch mal zusammen. Als erstes müssen wir natürlich immer damit rechnen, dass wir spitzfindige Juristen haben, wenn da einer sagt, euer Netzteil stört. Gerade so diese Travel Charger und USB Micro Charger. Ein schlauer Mensch sagt dann, ja Freunde, das ist ja nicht der bestimmungsgemäße Einsatz. Das ist gedacht, um das Smartphone oder die Kamera aufzuladen. Aber dass man da Verbraucher hinhängt, die mit dem Rest der Welt in Verbindung stehen, das geht natürlich überhaupt nicht. Aber es ist ja nicht explizit verboten. Es steht nirgendwo, dass ich das nicht darf. Also mache ich das. Das habe ich mal von einem Qualitätschef bei unserer Schwesterfirma früher gelernt. Der hat gesagt, alles, was nicht explizit verboten ist, probieren wir aus. Gut, bei der Medizintechnik ist das vielleicht auch sinnvoll. Ja, was haben wir damit geschaffen? Das Ganze ist eine leicht transportable Netznachbildung, die man auch mal wohin nehmen kann. Man braucht eigentlich nur noch einen passenden Empfänger. Sie läuft an jeder Netzsteckdose. Sie kann Verbraucher mit maximal 100 Watt versorgen. Und sie kann natürlich keine Profi-Nachbildung ersetzen. Aber wir kriegen zumindest mal einen Überblick und können sagen, aha, der Freund hier ist es. Weil es ist ja oft nicht nur chinesische Böswilligkeit, sondern es gibt ja auch den Fall, den haben wir auch schon mehrfach gehabt, dass halt nach so und so viel 5 oder 7 Jahren in der Steckdose der Netzelgo austrocknet. Erstaunlicherweise gehen die Geräte noch, ja, aber der Störpegel steigt halt um 30, 40 dB an und da muss man halt mal sagen, na, das Ding, das müsste mal erneuert werden. Aber ich denke, wir können zumindest Vorabmessungen machen und sagen, naja, das Gerät ist verdächtig oder das ist es nicht. Was uns halt noch fehlt, ist ein richtig portabler Empfänger. Und da bin ich auch auf was gestoßen. Manche kennen wahrscheinlich das hübsche Teil von Burkhard Reuter, der RDR Pocket. Also der misst auch sehr genau und mit dem kann man da durchaus auch dann portabel einigermaßen zuverlässige Pegelwerte gewinnen. Gut, der hat nicht die schöne Max-Hold-Funktion und so, aber das kann man alles mit der Regelung und so einstellen. Also das ist dann eine echt portable Lösung, dass man auch damit mal gezielt auf Störungssuche gehen kann. Voraussetzung ist natürlich immer kooperative Nachbarn, wenn man dort irgend so einen Fall hat. Aber ich persönlich habe immer gemerkt, die meisten Leute, wenn man da sagt, was Sache ist, dann sind die durchaus kooperativ. Und einer hat dann, habe ich sogar gesagt, Mensch, da das Netzteil von dem Antennenmultischalter, ich nehme an, das ist nur der Netzelko, das können wir reparieren. Hat er gesagt, na, das Ding hängt da im Spitzboden, unzugänglich, unüberwacht. Da kauft er lieber einen neuen, bevor dann doch einmal der Spitzboden abbrennt. Und dann waren alle Seiten zufrieden. Jo, damit wäre ich eigentlich einigermaßen im Rahmen doch noch fertig geworden. Ich nehme an, es sind Fragen offen geblieben zu dem ganzen Projekt. Jo? Ich denke, nur ein Hinweis könnte sehr wichtig sein. Wir haben geschlossen, der Empfänger, der gehört, dass sich eventuell 1,2 Volt
Ja. Ja. Und damit wäre zum Beispiel bei einem verwendeten Spektrumanalyse sehr wichtig, dass man mit der Eingangslinearität, ja, ja, 10 dB einsteigt, ja, dass alles genau mit 10 dB runtergeht, bei einem angeschlossenen Programm. Ja. Ja, die sind ja auch. Naja, gut. Meiner hat freundlicherweise sowas drin, der Spektrum-Analyzer. Der versucht dann erst mit Auto-Range aufwärts den Eingangsabschwächer hochzuschalten. Und wenn dann, dann geht eine große rote LED an und dann heißt, oh oh, Houston, wir haben ein Problem. Also, das ist natürlich wichtig. Ideal wäre halt ein Gerät mit einem Preselektor, aber das gibt es halt nicht in der handlichen Bauform. Jo, weitere Fragen? Alle Klarheiten restlos beseitigt? Das kann ich nicht glauben. Tjo, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und bedanke mich beim Christian für die Einladung. Und schauen wir mal, wie sich die EMV-Szene weiterentwickelt. Zumindest, dass es jetzt auch durchaus störfreie LED-Leuchten gibt, lässt uns doch hoffen, dass die anderen Geräte irgendwann mal von alleine kaputt gehen und dass die Kunden vielleicht nicht die 9,80 Euro Baumarktleuchte kaufen, sondern halt das Modell von Osram oder Philips, was halt dann 70 Euro Schein kostet.